So, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Base. Wie ihr wisst oder wie ihr ja festgestellt habt, habe ich in der letzten Folge haben wir uns wir haben alle umgebracht bis auf zwei. Und jetzt können wir gerade nochmal neu von anfangen. Aber bevor das losgeht, das Intro. So, nach dem Intro, eine neue Welt. Ich muss jetzt gucken, ob wir das anders für Pulse hinbekommen. Und zwar, Name der Basis ist Zock. Wir sind auf dem Planeten Zock. Und gucke jetzt mal, ob wir das hinbekommen. Wenn ich Glück habe. Gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Dann, ja, ich steige doch mal aus hier. Aussteigen, hallo. Bin mir nicht sicher. Ja, ist ja gut. Ich weiß ja, dass ihr da seid. Alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesmal die Leute nicht gleich umbringen. Wäre vielleicht ganz schön. Und ich hatte nämlich am Schluss keine Ingenieure mehr, die hier meine Roboter reparieren können. Das kann man klar mal ein bisschen drehen. Wie bauen wir denn da? Hier so rum. In die Richtung bauen wir, ha? Da hinten ist er. Ja, ja. Ah ja, das ist doch gut hier so. Also, fangen wir mal an. Als erstes eine Sauerstoffgenerator und die Luftschleuse. Es ist ja klar, ne? Sauerstoffgenerator. Machen wir vielleicht gleich ein bisschen größer. So, und eine Luftschleuse, damit wir reinkommen in den Puff. Das machen wir jetzt mal auf die Seite. Verbieten den ganzen Spaß und dann gucken wir mal, dass wir die hinbekommen. Was wir dann auch gleich machen können ist Solarmodul und haben wir gleich ein größeres? Wie viel habe ich denn von dem Schlunzkram? Wir probieren gleich mal ein größeres zu bauen. Und dann machen wir es hier rüber. Wo machst du denn hin? Das ist ja eigentlich wurscht, oder? Hier so hin. Dann bauen wir gleich auch noch ein Wind, kann ich noch nicht, Solarmodul, Energiekollektor, Wasserextraktor brauchen wir, ganz wichtig. Ohne Wasser läuft da nix. So, und was wir auch brauchen, ist dann den Energiedönster, Energiekollektor. Weil das habe ich nämlich das letzte Mal gehabt, dass der einfach die Scheiße nicht speichern konnte und dann hat man schon verschissen. Können wir das hier hin machen? Oder da hin? Ich kann den hier hinten hinstellen, oder? Da muss ja nur einmal verbunden sein, genau. So, machen wir das. So. Dann schauen wir mal. So, wenn das Wasser steht und das andere steht, dann... Und wir müssen uns beeilen, wir haben nicht so viel Zeit. 12 Stunden, wenn wir uns beeilen. So, ich brauche noch hier so eine Windturbine. Geht die? Ist noch nicht fertig. Komm. Achso, hier können wir schon mal die Deckel abmachen. Und dann schauen wir mal, dass wir das mal vielleicht ein bisschen besser hinbekommen. So, Energie haben wir schon. Luftschleuse hat keine Energie. Ja, aber gleich, oder? Wir sind ja hier gleich hier so. Da hat er ja gleich fertig gebaut. Siehst du, Alter, siehst du. Hat doch jetzt alles, oder? Jawohl, da. Und da. Ah ja, wunderbar. Wunderbar. So, dann kann ich nämlich jetzt hier die Turbine hinstellen. Das ist nämlich auch wichtig. Ich mache gleich eine große Turbine, oder? So, und dann verbinden wir den ganzen Schlund. So. Und wir müssen jetzt mal gucken. Und haben wir noch? 22. Ja, es langt noch. Gut. Können wir gleich mal uns nach dem nächsten kümmern. Wir brauchen eine Kantine, einen Schlafsaal und ein Biodom. Das ist das nächste. Machen wir erstmal Kantine, damit die was zum Mampfen kriegen hier. Die Kollegen der Nacht. So, Kantine, Schlafsaal und das andere gelöhnt. Was gibt's denn hier noch? Die Mine, Landeplatz, Energiekollektor, Wasser, was ist das? Solarmodul, Wassertank, speichert Wasser zur späteren Nutzung. Weiß ich nicht. Brauchen wir das? Nö, eigentlich nicht. Brauchen wir später. Im Moment brauchen wir es nicht. Im Moment brauchen wir es nicht. Energie wird auch schon gesammelt. Ist ja wunderherrlich.
weil ich habe nicht mehr lang Zeit und dann ist hier dunkel. Gleich zum Beispiel. Und wenn es dunkel ist, ist nichts mehr mit Energie. Das heißt, kein Sauerstoff und geht alles in die Hose. Und wenn es keinen Sauerstoff gibt, dann stirbt man. Die können ja nur alleine rein. Wäre vielleicht besser gewesen, eine größere zu bauen. Ne? Was will denn der Computer da drin? Der Roboter, der braucht ja keinen Lüfter da doch. Was man das? So, das war auch gleich hier fertig. Oh, Ventilator steht, aber es ist ja natürlich toll. Immer wenn ich so ein blödes Ding baue, dann habe ich keinen Wind. Ist ja toll. Ich habe auch nur noch 7. Hatte ich nicht eben schon 10? Habe ich schon welche verloren? Ne, der Quatsch. Deaktivieren. Ich glaube, es geht los. Es wird schon langsam dunkel. So, hier müssen wir ein bisschen Inneneinrichtung reinpacken. Und zwar, ich brauche einen Tisch, damit die was mampfen können. Und ich brauche so ein Wassergedöns, damit die Wasser trinken können. Brauche ich noch was? Videobildschirm. Ja, Videobildschirm, den wir auch noch reinhängen. So. Da habt ihr was zu tun, meine Freunde. Und dann gucken wir mal. Ah, ich brauche mehr Wasser. Oh, wobei, es geht noch. Es war aber knapp hier. Ruckzuck ist da was kaputt. Das wär, hallo? Wer schmeißt denn da rum? Ja. Das ist schon mal gut. Windturbine läuft. Produziert. 13. 9,6 Euro. Das ist gut. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus als eben. Würde ich sagen. Die haben soweit alles fertig gebaut. Da könnte ich die ja jetzt mal einen Schlafsaal bauen lassen. Das wäre ganz gut. Ein Schlafsaal, den stelle ich hier rüber. Dann kommen die da und... Ey, das schaffen wir uns so. Schlafsaal ist gut. Energie langt, hoffentlich. Wobei, der Wind ist jetzt genug. Das ist ganz gut. Das ist ja ganz gut. So, das haben wir auch gebaut. Wasser haben wir noch genug. Aber das würde ich auch mal in so ein Dings machen. Das könnte ich schon mal veräußern hier. Das recyceln wir mal. So, jetzt können sie was essen, was trinken. Dann können sie bald noch was schlaufen. Was schlaufen. Ey, guck mal hier, das sieht doch geil aus. Sogar der Dings hat jetzt hier Licht. Coole Sache, oder? Ich kann leider nicht näher ranzoomen, aber das sieht schon mal gut aus. Hat die wirklich Licht hier, hä? Geile Sache. Ich glaube, die Luftschleuse ist zu klein. Wenn ich die größer baue, können dann mehr rein. Keine Ahnung. Was heißt das? Luftstreuse. Keine Ahnung. Mehrere Schlösser an den richtigen Stellen, was beispielsweise in der Nähe von Lagern, Landenplätzen und Raumhäfen, damit du effizient Handel treiben kannst. Ah ja, okay, das ist korrekt. Diese korrekte, weißt du, machst du Schlafplatz und jetzt muss ich mal nochmal gucken, was fehlt mir denn noch. Wegweiser brauche ich nicht, Monolith brauche ich überhaupt nicht. Das Grundfeld. Achso, indem ich erweitern kann, ja, das stimmt schon. Schlafsaal mache ich gerade. Ihr dachte, der Biodom hätte ich ja fast vergessen. Ich hätte ja fast der Biodom vergessen. Ich werde erstmal einen kleinen bauen. Das könnte ich jetzt mit beiden verbinden. Will ich das? Ich mache es aber erstmal. Ich bewöhne es ja nur mit einem. Erstmal. Biodom ist auch wichtig, weil vielleicht hätte ich einen großen bauen sollen. Na, ich mache erstmal einen kleinen. Ich kann hier immer noch einen großen hinterher bauen. Biodomraume für... Soll der nette Plasmabildschirm gebaut werden? Ist der nicht schon fertig? Nee. Was macht denn der jetzt da? Hallo, wo willst du hin damit? Hallo. Wo rennt der denn hin? Ach, was ist denn das für ein Hans? Wurst oder was? Was ist das für eine Kiste? Hä? Ah ja, gut. Wollen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was wir immer mal drauf achten müssen, ist, dass wir eventuell... Ja, da haben wir noch genug. 28. Ich glaube, das langt. Da haben wir wieder Metall dazu bekommen, weil ich das Ding veräußert habe. Mahlzeiten, ne? Müssen wir gucken. Aber jetzt habe ich wenigstens noch Leute. Ja, du willst Wasser? Dann komm doch hier hin, kannst Wasser trinken. Hallo? Ist ja genug da. Hier werde ich aber jetzt noch als nächstes bauen wir dann erstmal nochmal so eine Wasseraufbereitungs-Dingens-Wasserextraktor, ne, Wassertank.
Und zwar in der Nähe vom Wasser. Geht das? Hier irgendwo hin so? Ja, genau. Muss ich, wenn ich das jetzt verbinde? Ich muss ja auch mal gucken, wie es passiert, wenn ich das verbinde. Voll? Voll, genial. Könntest du gar noch größere machen. Naja, gut. So, jetzt gibt's auch bald was zu essen. Ey, es wird ja immer schlimmer mit den Meteoriteneinschlägen da. Das ist nicht so gut. Die ist nicht so gut. Biodom wurde gebaut. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich noch nichts machen, weil das noch nicht gebaut ist. Ach. Was wollen denn die? Ach so, ich könnte hier schon mal ein Bett reinstellen, ne? Wäre ganz sinnvoll, wenn man da mal ein Bett reinstellt. Und zwar zwei. Ein Bett und dann mach ich gleich noch ein Bett hinterher, weil ein Bett ist ein bisschen wenig. So, zwei. Zwei sind besser, weil, ja, sind halt besser. So, weil die wollen nämlich hier alle pennen, das sind alle müde, ne? Das ist natürlich dumm. Habe ich natürlich schon wieder verbaselt. So ein Scheiße da. Wer denkt, Schlove jetzt? Wie sieht's denn aus bei euch? Steppt ihr dann, wenn ihr nicht schlaft? Nee, oder? Die verhungern nur dann. Da muss man ja sowas reinmachen. Und zwar brauche ich Tomaten schon und hoher Wartungsbedarf. Salat. Hoher Wartungsbedarf. Gemüse, Hydrokörper, langsame Produktion, niedriger. Langsame Produktion, niedriger Wartungsbedarf. Achso, Gemüse, Hydrokörper, stärkehaltig. Produktion, hoher Wartungsbedarf. Das ist immer Gemüse, Hydro. Was mache ich denn da? Mach ich mal Tomate rein, ne? Also einmal Tomaten. Maisfeld. Eiche. Heilpflanzen. Salat. Zwiebel. Rettichfeld. Ein Gemüsehydrokulturfeld. Ich mach mal so ein Rettichfeld noch rein. Ich weiß nicht, was brauchen die zu essen? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das mal so. Muss man dann nochmal gucken, dann wie es dann mit Dings aussieht. So, kann ich das denn erweitern? Kann man nicht erweitern, ne? Das ist ja blöd. So, wie sieht's hier aus? 21, 18. Oh, da müssen wir ja wirklich mal gucken, dass wir dann da auch noch eine Dings hinbekommen. So, fertig, kannst du schlafen gehen. Kann ich noch mal Betten gebrauchen? Ja, das ist natürlich dumm, ne? Ja, ich glaube, da muss ich noch mal Betten bauen. Nö, wie geht das? Ach, hier, ich muss reinklicken hier. Noch mal Bett, ich mache noch mal ein Bett dazu. So. Überleben erreicht. Überleben erreicht? Was heißt das denn? Was heißt Überleben erreicht? Der Tag nach der Landung und deine Leute sind immer noch am Leben. Ach, das habe ich erreicht. Aha. Ja, habe ich ja Glück gehabt, gell? Vielen Dank. Das ist ja schon mal was. Also das, einen Schritt haben wir ja schon mal geschafft. Das ist ja schon mal gut. Was das nächste, was ich bauen werde, ist... hier sind alle müde hier. Ach, das dauert noch, bis der da Dings holt. Wo sieht denn das? 68 produziert, jetzt kann ich gar nicht alles speichern. Ich glaube, das wäre besser, wenn ich so ein großes Ding hinbauen würde, oder? Was ist ein Basisverwalter? Was ist das denn? Statistik, Tabellen, Netz, Technologien, Meilenstein, Technologie, was ist das denn? Patent für Goliath, ermöglicht den Bau von Goliath. Was machst du damit? Herstellungsgrenzen, benötigt Fabrik. Ach so, siehst du? Ha! Was ich jetzt mal bauen werde, ist, nein, ich werde so einen Rohstoff da, so eine Mine vor Ort, an dem Erz abgebaut werden, muss am Fuß eines Berges platziert werden. Das mache ich jetzt mal. Ich muss nur gucken, wie komme ich denn da, wie kommen die denn dann da so rein? Ist das hier gut oder da gut? Wo ist es denn gut? Dann mache ich dann da auch nochmal eine Luftschleuse hin oder so. Wo ist denn am besten hier ein Bergberg? Hier, hä? Das ist schon in der Nähe von der Schleuse. Ja, das ist gut. So und so und... Ah, jawohl. Also Bergmann kann man das auch. Sehr gut. Wassertank kriegen wir auch langsam.
produziert. Was heißt denn hier 600? Ach, das ist der Wasserspeicher. Ach so. Ach so. Na, dann ist ja gut. So. Wo sind sie denn jetzt all? Pennen sie all? Ne, die rüppeln schon da draußen rum, ne? Hier würde ich noch mal was dazu machen. So ein Maisfeld und ein Weizenfeld. Ein Maisfeld. Kann man nicht viel reinmachen. Kann man da nicht zwei Dinge auf einmal darstellen? Ne, das ist ja hier... Ja, Heilpflanzen. Ein Gemüsehydrokultur, langsame Produktion und niedriger Wartungsbedarf. Gemüsehydrokulturfeld. Das sind auch alle so groß. Was soll ich denn da hinbauen? Ach, das ist doch... Was, ist das jetzt egal? Keine Ahnung. Ach, ich weiß es nicht. Nicht wirklich. Nein! Warte mal, wir wollen ja noch was bauen. So, wir brauchen eine Aufbereitungsanlage. Multidom, Multifunktional, Freizeit. Ach, Freizeit, ich glaube, es geht los. Lager. Das wäre Krankenstation, eine grundlegende Krankenstation zur Behandlung von Kolonisten. Sackgassen. Dieses Logo kann nur eine einzelne Verbindung haben. Labor. Kontrollzentrum. Boah, Alter. Wichtig ist für mich mal, wird produziert, was mache ich denn da damit? Brauche ich doch, da brauche ich doch bestimmt so eine Aufbereitungsgedönsanlagen, Dingens, Bummens, Teil. Und zwar diese Aufbereitungsanlage oder Aufbereitungsanlage. Erreicht, einreichen zur Verarbeitung von Rohstoffen zu nützlichen Materialien. Genau das ist das, das brauchen wir. Es ist wichtig. Wo du es denn hin? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Hallo? Dann tragen sie die ganze Scheiße von da nach Gott weiß wohin. Wo ist denn da hin? Geht es nicht da dran? Das ist ja blöd. Ich muss die Krankenstation ja auch noch irgendwo hin tun. Dann machen wir es da hin. Oder da hin? Ich baue es mal klein, ne? Und dann machen wir das nämlich hier hin. Genau, so machen wir das. So, und die Krankenstation gleich nachher. Weil das ist wichtig. Eine Krankenstation ist immer wichtig. Die bauen wir hier rüber. Ich hoffe, das eine langt. Zwei. Also, ob das dann so überdimensioniert. Ich habe hier nur so sieben Hansels. Ich mache erstmal zwei. Das ist ja nicht schlimm. Könnte ja schlimmer sein, aber... So, jetzt habe ich so viel das Zeug produziert, wie blöde, und ich kann es nicht speichern hier. Macht der denn jetzt? Oh, der macht sogar was schon. Drei Leute habe ich da drin. Aha, aha. So, und die werden da wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, mit dieser Fabrik hier arbeiten. Na, wer wartet denn eigentlich meine Roboter hier? Jetzt muss ich mal gucken, was haben die denn für einen Zustand? Exzellent. Der? Exzellent. Ach ja, na dann ist ja gut. Ich habe wieder keinen Wind, wie immer. Nacht kommt gleich, wie toll. Trägmetall zur Aufbereitungsanlage. Wer? Der Futzel macht das selber hier, oder was? Habe ich keine Transportpots oder so? Ach so, ja, natürlich. So. Da habe ich einen Biologe. Ja, das ist gut. Sehe ich da was? Was kommt da raus? Produziert Gemüse. Rettich, Rettich, Rettich. Gemüse und Stärke. Ah. Ach so. Ach so. Was heißt X? Da muss ich ja auch nochmal hier ein Lager oder sowas bauen. Der hat Hunger, oder was? Sieht so aus. So, was muss ich denn hier reinstellen? Metallprozessor erstellt, Metallbioplastik. Achso, ich muss ja erstmal. Ach, ich bin ja so ein Doofkopf. Ich muss ja hier erstmal. Habe ich ja ganz vergessen, ich muss hier so einen Essensaufbereiter hinstellen. Damit die sich was zum Kauen machen können. Das war ja wieder total klug. Den kann ich hier hinstellen, ja. So, deswegen müssen sie nicht so in der Gegend rumhandeln. Das habe ich ja total verpasselt, Herr. Naja, gut. So, das Wassertank-Ding ist voll. Energie ist auch voll. Wobei, oh, Alter, das geht ganz schön weg, hä?
Also ich brauche einen größeren Energiekollektor, weil ich produziere so viel Energie und kann die irgendwie nicht nutzen, beziehungsweise kann sie nicht speichern. Das ist halt doof. Das ist halt echt doof. So, da könnte man hier auch noch ein Bergwerk hinmachen. Da kann man dann hier ein Dings hinmachen. Was braucht man denn noch ans Außenstruktur? Episches und völlig sinnfreies Symbol der Errungenschaften brauchen wir nicht. Anzeigefeld ist Informationen über die Kolonie. Wir brauchen, glaube ich, mal so einen Landplatz. Aber erstes brauche ich einen Energiekollektor oder ich mache einen zweiten hin. Das ist ein besser. Schon einen zweiten hin oder einen größeren oder wie machen wir das denn? Das ist ein sinnvoll hier. Wenn überhaupt was sinnvoll ist. Ich glaube, einen zweiten ist besser, weil wenn einer kaputt geht, dann ist es vielleicht besser, wenn der. Ich weiß jetzt nicht so genau. Denke ich aber schon, dass es besser ist. So, ich brauche da noch ein Lager. Das mache ich jetzt als nächstes, damit die Sachen da ins Lager latschen können. Und dann können die nämlich im Zu- und Zustand da rumlaufen. Und ich brauche noch ein zweites. Ich mache jetzt ein Lager. Verbindung wurde gebaut, ja, ist klar. Da können wir zwei Verbindungen bauen, das ist schon mal gut. Da können die nämlich von dem einen in die andere laufen. Und von da nach da latschen. Und die müssen nicht mehr im Dunkeln rumlaufen. Das wird geschwätzt. So, Krankenstation. Erstmal hier, da müssen wir doch was reinmachen. Metall erstellt, Metall aus Erz. Das ist das Erste, was wir machen. Und das machen wir auch klar, das Plastik aus Stärke. Wir haben ja Stärke schon da drin, wobei der Biodom. Muss ich ja nochmal hier. Mais und Weizen. Hab ich da schon Weizen? Maisfeld. Nein! So, und dann machen wir nochmal einen Weizen hin. Mal was zu essen und haben wir so ein Bio-Dings-Gedöns da. Mal gucken, ob das was bringt. Wie sieht's hier aus? Ui, ich hab nur noch zwei. Ach so, zwei Erz ist das schon. Ich hab schon Erz. Ah, ja. Gemüse habe ich, Stärke habe ich noch keine. Kommt aber noch. Mahlzeiten habe ich nichts mehr. Gottes Wille, das ist ja schlicht, schlimm und doof. Und hier hinten werde ich dann noch eine Luftschleuse dann hinbauen, wenn es denn soweit ist. Bin denn nicht hier alles kreuz. Kann man das denn hier dann da ins Lager reinpacken oder was? Das war leer, ne? Schlecht. Ich brauche Wind. Wind! Ja, ich hab's gesehen. Kann man das ausschalten? Oh, ich brauche Energie. Ich brauche Licht. Wind oder sonst irgendwas. Leer, gleich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leer. Oh, komm. Ja, Sonne, komm zu mir. Mach mich glücklich. Scheiße. Ja, keine Energie. Toll. Keine Energie ist ganz schlecht. Lager wurde gebaut, sehr gut. Ja. Jetzt kriegen wir gleich wieder Energie. Produziert. Ah, sehr gut. Gleich haben wir Energie. Jawohl. Ah, das war aber knapp her. Knapp war das. Maximal 50 produziert das Ding, oder was? Mhm. Gut, dann kann ich mir aber da schon wieder noch ein zweites hinstellen. Wobei, das ist ja
der Ratzifatzi, was er da rein pumpt. Ja. Kriegt er denn von da nichts ab, wenn der voll ist? Oder wie ist das da so? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, was wir nochmal brauchen, wir müssen hier auf alle Fälle nochmal ein bisschen aufrüsten. Wir brauchen Meteorfarben, Glas, Abfanglaser, benötigtes Teleskop, Raumhaft, Windturbine oder. Mach ich noch ein Solarmodul hin? Ich mach noch ein Solarmodul hin. Ich glaube, das ist sinnvoll. Wenn ich einen Platz dafür finden würde. So, so und so. Das ist mal verbunden. So. Muss ich denn hier was reinmachen? Ach ja, da wird das schon reingezeuchelt, ne? Das ist sehr gut. Wird da was produziert? Das haben wir noch nicht. Und das haben wir auch noch nicht. Das dauert noch. Ich habe ich hab nichts mehr. Ich brauche unbedingt. Wie viel produziert die denn da? 51%, weil nur noch ein Handel drin ist oder was? Oh, das ist natürlich saublöd. Wie viel habe ich noch? 5 Bioblock. Ach du Scheiße. Natürlich blöd. Ach ja, Mai. Also dauert es ein bisschen, bis wir soweit sind. Da muss auch gewartet werden, oder? Wie macht man das dann? Wann wird denn der gewartet? Wer wartet den denn? Wartet den? Wartet, ja. Warte mal. So, ich mache so einen Landeplatz. Denke ich, dass das sinnvoll ist. Aber dann kommt da noch ein Dings hin. Ein Landeplatz, da werde ich noch eine Schleuse vorne dran bauen. Ich würde erst eine Schleuse bauen. Sauerstoff. Luftschleuse. Und zwar eine größere. Kann ich da nur eine Größe machen? Hallo? Das ist ja scheiße. So, aber mach die Luftschleuse hin. Hier, da, dort. Oh Gott, das ist ja hier wieder toll. Wo macht man die denn am gescheitesten hin? Am geschicktesten hier, hä? Eine Krankenstation. Komme ich nicht dran. Ich mach die da hin. Vielleicht ganz gut. Und einen Raumhafen. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht mehr so bauen. So, mal gucken. Müssen die halt ein bisschen produzieren, ne? Wenn die den produzieren, ist verkackt. So, was haben wir da? Ersatzteile. Ja, Ersatzteile. Apropos Ersatzteile. Wie wird er denn repariert? Keine Ahnung. Und wie wird... Habe ich denn hier keinen Ingenieur? Da ist doch ein Ingenieur. Warum macht der denn nicht hier mal was da, der Kollege, denn nacht? Der ist ja gleich kaputt. Oh, das verstehe ich aber nicht. Bett, ich habe nichts mehr. Doch, 5 Plastik habe ich noch. Jetzt kann ich sogar ein Bett hinbauen. Und ich kann sogar noch ein Bett hinbauen. Da haben wir plus 10, 4, 12 Essen, 3 Erz, eine Stärke, das ist ja unheimlich wenig. Ist ein bisschen wenig, finde ich jetzt. Eine Stärke. Aber die produziert, ne? Aber ihr müsstet doch mal hier meinen. Was hat der für Probleme? Dem geht's nicht gut, weil. Moral. Was heißt das Moral? Was mache ich denn gegen... Wo ist eigentlich mein Fernseher hingekommen? Ich habe doch hier so einen komischen Fernseher hingestellt. Ein Videobildschirm hat ich doch hier hingebastelt. Eigentlich hatte ich den doch da hingebaut, oder nicht? Hm. Sehe ich denn? Ich sehe auch nicht, was da drin ist. Das ist natürlich auch immer ein bisschen doof, ne? So. Und? Bett wurde gebaut, jawohl. 70% ist natürlich beschissen, weil ich nicht genug Leute habe. Aber wenn mal, ich hoffe, dass die Luftschleuse, dass das jetzt noch schafft.
Wenn die dann fertig ist, dann können wir nämlich dann mal Leiter bekommen. Und mehr als... Ach, jetzt, wenn das voll ist, dann kommt... Ah, ja, okay. Dann wird es produziert. Da haben wir auch noch nichts gebaut. Ach, du Scheiße. Der Roboter ist auch kaputt. Der Roboter ist kaputt. Was machen wir denn da, wenn der Roboter kaputt ist? Ach, der ist repariert worden. Der war nett. Wann wird der repariert? Hm. Der hat wirklich, dem geht's nicht gut, ne? Aber da haben wir wenigstens ein Lager, das ist schon mal sehr gut. Muss ich die jetzt alle von da eigentlich da weggetragen oder was? Keine Ahnung. Mietebildschirm wurde gebaut. Ah, das ist doch schon mal sehr schön. Da kann man der auch benutzt werden, ne? Ach, da macht er einen Happy. Erhöht die Moral. Yeah! Juhu! So, jetzt haben wir noch drei Metall und drei Dingens. Was können wir denn? Basisverwaltung. Ich brauche irgendwas, so ein komisches Kontrollzentrum. Was mache ich dann mit einem Kontrollzentrum? Wo baue ich denn einen Kon... Habe ich das nicht hier irgendwo gehabt? Ne, wo war das denn? Hier war das irgendwo, oder? Multidom. Eine Fabrik einrichtet zur Herstellung von verarbeiteten Waren aus Grundressourcen. Was mache ich damit? Eine Bar. Schaut, wenn jedes Bett einen Kolossen gehört. Mhm. Ja, ich habe da nicht so viel. Kontrollzentrum. Ort, an dem die Überwachungs- und Kommunikationsstrukturen gebaut werden. Tipp, Ressourcen. Was heißt das? Wir verwalten Pferdenproduktionen wie Halbleiter und Waffen. Ressourcen für Dämmen werden schließlich zerfallen, wenn sie sich nicht in einem Lager oder einem Komponenten finden. Ressourcen aus dem Kolonien halten länger, bevor sie völlig zerfallen. Aber es ist immer eine gute Idee, sie zu lagern. Ja, wie machst du denn das, du Knallhirn? Muss dann sagen, hier, trag alles dahin, oder was? Wie kann ich das denn lagern? Wie kann ich denn das lagern? Hallo? Vielleicht lagern die das ja automatisch jetzt, oder? Ich hoffe doch mal. Der ist auf alle Fälle kaputt hier. Toll. Kann man den mal reparieren? Ach, vielen Dank. Bin Bo Montgomery gewartet. Aha. Der Bo. Super Bo. Sauerstoff 22%. Heißt das, das ist gut oder heißt das, das ist schlecht? Generiert es auch schon für ca. 30 Personen. Wie viel hab ich? 7. Na dann. Haben wir noch ein bisschen Platz. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie ist denn hier? Warum macht denn hier keiner was? Was ist denn da los? Alter, wo sind die all? Hallo? Es ist ja ganz schön gut, dass ich jetzt alle Leute hier habe, aber irgendwie schafft da keiner mehr was. Der wartet den Fuzzi, ne? Arzneimittel, ach, die lang jetzt alle, ach, ich weiß, was die machen. Die nehmen ja erstmal den ganzen Schlunz hier und Dust dann ins Lager tragen, ja. So ist es, na dann. Ja, wie kann ich das denn umgehen, dass die das nicht machen? Kann ich das irgendwie beschleunigen oder so? Ich mach mal die Geschwindigkeit schneller. Aber die werden jetzt alle hier die Scheiße da reintragen. Ist ja toll. Machen sie das? Solange sie das nämlich da reintragen, ich spule jetzt mal vor, weil müssen wir erstmal warten jetzt. Und da kriege ich auch immer wieder mehr Ressourcen. Geht alles nach oben, das ist doch super. Aber es ist halt ein bisschen langwierig. Das finde ich schon ein bisschen doof. Ach, jetzt. Luftschleuse wurde gebaut, ist schön. Sehr gut. Das bedeutet, dass sie jetzt auch da rein können. So wunderbar. So, aber hier mein Dings langt immer noch nicht. Das ist leer. Boah, Alter. Einfach viel zu wenig. Ey, die machen ja alles kaputt. Ich glaube, es hackt her. So, also, was wir als nächstes brauchen, ich muss erstmal warten, bis sie das gebaut haben. Hilft nichts. Die müssen das erstmal bauen. Solange sie das nicht bauen, das Zeug nicht hier leer ist, dann muss man nochmal weiter vorspulen. Muss man halt warten, bis das da eingeräumt ist. Gut, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Und wir sehen uns wieder, wenn die hier das ganze Gedöns hier weggeschafft haben.
Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge und macht's gut und tschüss. Achso, wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst ein Däumchen da und Tipps sind immer wohl willkommen. Oder macht doch mal einen Vorschlag, was wir als nächstes bauen können und so. Und macht's gut, bis dann und tschüss.